Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ich werde wieder in 4K aufnehmen. HDR ist ausgeschalten an der PlayStation durch den Splitter, dass ich aufnehmen kann. Und wir wollen heute Zinner anzocken. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich werde auch wieder das Video. Kein Intro, kein Outro, ich werde es nicht rendern, ich werde es nicht bearbeiten, ich werde reines Gameplay-Material für euch hochladen. YouTube rendert es ja sowieso nochmal, wenn es auf dem Server ist, um Qualitätsverlust zu vermeiden. Im Aufnahmeprogramm ist auch eingestellt, dass die höchste Qualität, ohne Verluste. Ich kann nur das that I am branded sinner, and that I must take the first step to discover the roots of our great sin. Freie Kamera, fixe Kamera. Kamera ist auf Gegner fixiert. Ich nehme mal die fixierte Kamera. Zwei Stufen weniger. Chinesisch und Englisch. Spiel. Coole Rüstung. Oh, mir juckt die Nase. Gibt Geld oder so. Kennt ihr den Spruch? Wenn die Nase juckt? Ach, Nase juckt, gibt Geld. Bin ich auch gleich schon, oder was? Ne, ist nur Video. Kann da nichts machen. Ah, jetzt. Das ist ein Schlag. Das ist zurückgehen. Okay, was ist das? Schild, okay. Wieso dreht denn der sich nicht? Schon tot. Ich finde es sehr düster, das hier fällt mir. Ach nee, Dark Souls mäßig. Oh, scheiße. Gefallener, wie ist eine Trophäe? Gefallener. Ach, du Scheiße.
ne? Wir machen mal Waffenwechsel. So, jetzt ist er anvisiert. Na? Da lang gehe ich erstmal hier lang. Nicht, dass hier auch irgendwo Truhen oder was weiß ich versteckt sind und mir die Hälfte durch die Lappen geht. Ah, hier ist noch eine. Aha. Also die Optik gefällt mir und es scheint wieder so Dark Souls mäßig zu sein. Komm bis dahin und dahin, kommst du nicht bis dahin, fängst du vorne wieder an. Da ich eher der Draufgänger bin, spiele ich so eine Spiele eigentlich ungern. Ist echt cool gemacht und sehr, sehr düster. Berühren. Opfer bringen. Bestätigen. Buße tun. Opfer zurücknehmen. Nochmal Buße tun. Oh, Scheiße! Psst. Ich gucke ja immer hinter mir, wenn ich irgendwo in einem Level starte. Nicht, dass da irgendwo noch Sachen versteckt sind. Thais Talas was a healer of great renown. Not content with the mysteries of life, he resolved to conquer death. The search for immortality drove him to madness. He experimented on the dead, on himself, and the living, and found a voice that drove him to darker truths. Something that craved an immortal body and corrupted soul. Das jetzt noch in Deutsch wäre, das wäre so cool. Spurred him on. And greed sustained him.
and death found its champion at last. Oh, scheiße, ein Endboss. Hier was ab, ich zieh mir aber auch was ab. Wow. Oh, scheiße. Scheiße. Ich verkacke gleich am Anfang. Kacke gleich am Anfang, ey. Leck mich am Arsch. Also scheint so wie Dark Souls zu sein, aber hier sind nur Endgegner. Habe ich keine Lebensenergie mehr? Scheiße. Entzündlich. Scheiße, ich wollte gerade noch... Ihr seht, ich bin darin nicht gut. Ja. Das ist mein Herzding von 7:05 runter. As Captain Luce crossed the sea, a young passenger shared a legend of lost treasure. The legend was true, but the treasure bore a terrible curse. It granted great power and endless hunger. His crew's bones picked clean, Camber set sail to devour the world. Oha. Oha.
Scheiße, falsche Knopf. Scheiße, wieder falsche Knopf. Aber ist doch der denn? Scheiße. Ach Mensch. Der war nicht anvisiert. Das hat gar nicht mehr mitgekriegt, dass er nicht anvisiert war. Scheiße, Knopf falsch. Falsch Knopf. Ah, Scheiße! Unter dem Eis. Jetzt ohne Trophäe. Gut zu wissen. Mist! Das sah doch eben ja nicht mal so schlecht aus. Und das Eis kommen. Oh, da ist er. Thank you.
Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, scheiße. Nochmal Feuer. Vielleicht haben wir da mehr Chancen. Scheiße, 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 scheiße. Ich wollte gerade noch weg. Nein! Oh, Mist, mein Fehler. Ich hab Flammen aktiviert. Ach, scheiße. Mist. Das sah schon mal besser aus. Ja, ich bin eher weniger so der taktische Typ. Hab ich euch ja gesagt. Druck und kaputt machen. Das machen wir noch einmal und dann würde ich sagen, reicht es auch für das Anzocken. Da habe ich wieder 7, okay. Stimmt, weil das schwerer ist. Nee, dann nehmen wir mal Opfer lieber zurück. Wenn ich hier mehr Herzen kriege, dann wird das einen Grund haben. Haben wir zwar O7 Herzen, aber. Du, die kann eigentlich auch taktisch. Habe ich an einigen Spielen gemacht, aber. Den Boss öfters machen, dass man weiß, was da Phase ist. In the Nameless Wanderer's Wake. Also ich hab schon mitgekriegt, der Eistyp, der dann das Eis kommt wieder und spuckt. But he had no real desire to rule. Royal finery turned to rags. Du musst halt wirklich öfter spielen und gucken. Sloth, betrayal and chaos. Was der für einen Rhythmus hat. Kings of Cavanus. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Boah, fuck, 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 fuck. Gehen wir mal zurück. Energie. Boah, ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß auch nicht, ob der wieder neue rufen kann.
kannst du gleich wieder weg hier freikriegen. Oh, da wieder neue. Schütze, schütze, schütze. Oh, die wollten mich doch verarschen. Warum geben wir das Schwert? Ständig seine neuen Leute. Ich habe gedacht, man kann vielleicht erstmal alle ausschalten und dann konzentriert man sich auf den. So Stück für Stück. Aber das klappt nicht. Hier haben wir aber viele Gegner, die wir ausschalten können. Oha! Angriffskraft geht nach unten, okay. Also jeder hat so seine... Okay. Ja, dann würde ich hier aber auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Das reicht, wird angezockt. Ihr seht, ich habe mich verbessert. Aber trotzdem bin ich nicht gut in sowas. Aber es macht mir trotzdem Spaß und ich muss mir mal gucken, dass ich das hier irgendwie neue Backen kriege. Mal auf einen Gegner konzentrieren und dann mal gucken, wie er so handelt. Wer da lacht, wenn wir hier nicht so einen Gegner mal platt kriegen. Die Machart finde ich sehr schön. Also ihr habt gesehen, es sind halt nur Endbosse sozusagen. Also nur große. Ich weiß nicht, ob hier denn nochmal irgendwie, wenn wir alle besiegt haben, irgendwie nochmal Landschaft kommt, dass wir da irgendwo... welche besiegen müssen, bis wir halt wieder zu so einem Schrein kommen, wo mehrere Endbosse sind. Das kann ich euch so noch nicht sagen. Einzelne Gegner haben wir nicht. Wir haben nur einzelne Gegner halt jetzt beim Endboss, wie jetzt eben, wenn der jetzt da so einzelne noch zur Verteidigung rumlaufen hat. Aber sonst klein trifft auf groß, also David gegen Goliath. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß und es ist cool gezeichnet. Cool gezeichnet. Cool gemacht, schön düster. Die Rüstung sieht cool aus. Der hat auch so weiße Augen, hat so richtig... Also, mir gefällt's. So, nichtsdestotrotz, PSN-Link mache ich euch unten in die Videobeschreibung. Gibt's nur im PSN. Ja, dann würde ich jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Oder beim nächsten Hangout oder... Let's Play oder Hardware-Video, Unboxing, keine Ahnung, ich mache ja genug. Wir sehen uns bis dahin. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.